Heute für euch die 10 seltsamsten Museen der Welt. Los geht's! Nummer 10. Das Kaninchenmuseum. Seit 1998 gibt es in Kalifornien in den USA ein Museum rund um das kleine Hoppeltierchen. Knapp über 30.000 verschiedene Produkte zum Thema Karnickel kann man hier besichtigen. Das Museum hält somit den Weltrekord für die größte Kaninchenartikelsammlung. Das Museum trägt übrigens das Motto The Hoppiest Place in the World. Zu Deutsch der hoppeligste Ort der Welt. Und die Nummer 9. Ihr interessiert euch für den geschützten Geschlechtsverkehr? Dann ist das hier genau das Richtige, das Kondommuseum. Hier wird gezeigt, wie Gummis hergestellt werden und alles rund um ihre Haltbarkeit und Anwendung erzählt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 8. Das internationale UFO-Museum. Hier werden alle wichtigen Sichtungen um die unbekannten Flugobjekte angesammelt und präsentiert. Der Ort ist also ein wahrer Hochgenuss für alle, die fest an UFO-Sichtungen und deren Echtheit glauben. Was denkt ihr über UFOs? Wahrheit oder Fiktion? Schreibt's in die Kommentare. Weiter zu Nummer 7. Flaschen gibt es in allen Formen und Farben. Welche Flaschen es genau gibt und warum und wieso sie so aussehen, wie sie es tun, könnt ihr im Flaschenmuseum bestaunen. Egal ob Senf, Bier, Cola oder Duschmittelflaschen, hier findet ihr sie alle und auch deren Geschichte. Mensch, da muss ich unbedingt mal hin. Und die Nummer 6. Ihr mögt den Besuch eines Museums und liebt es außerdem zu tauchen? Dann ist das Unterwassermuseum genau das Richtige für euch. 500 verschiedene Skulpturen könnt ihr in einer Wassertiefe von bis zu 6 Metern bestaunen. Damit das Wasser nicht verschmutzt, sind übrigens alle Figuren aus einem pH-neutralen Beton gefertigt. Nummer 5. Wir kommen zu meinem Lieblingsmuseum. Ja, dem Mathematikmuseum. Hier wird versucht, bei euch den Spaß an Mathe zu wecken, indem es mathematische Abläufe cool und interaktiv veranschaulicht. Das könnte also auch etwas für alle sein, die mit Mathematik auf dem Kriegsfuß stehen. Und die Nummer 4. Die Definition von Schönheit ist je nach Kultur komplett unterschiedlich. Um diese Unterschiede zu entdecken, gibt es das Schönheitsmuseum in Malaysia. Das Ganze ist aber definitiv nichts für schwache Nerven. Denn hier werden Schönheitsideale wie die Lippenteller, das Halsstretching oder die Klumpfüße gezeigt. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 3. Es gibt tatsächlich ein Museum, welches sich ausschließlich mit Toiletten beschäftigt. Man kann hier die verschiedensten Toiletten aus den verschiedensten Kulturen betrachten. Das Ausprobieren ist meines Wissens nach allerdings nicht erlaubt. Das Museum möchte übrigens auf die Hygienesituation in Ländern der dritten Welt aufmerksam machen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Das Museum der schlechten Kunst. Ja, ihr habt richtig gehört. Hier werden Kunstwerke ausgestellt, die es in keine andere Ausstellung geschafft haben. Die Bilder tragen dann oft so Titel wie Sonntags auf dem Topf mit Gregor oder Jonglierender Hund im Hula-Röckchen. Und die Nummer 1. Das Penismuseum. Das 1997 gegründete Phallusmuseum besitzt die größte Ansammlung von verschiedenen Penissen, die es auf der Welt gibt. Man findet hier den Penis von beinahe jedem Tier. Seit 2011 kann man dort sogar zum ersten Mal auch das menschliche Glied betrachten. In jedem Jahr möchten knapp 11.000 Leute, die verschiedenen Pimmel betrachten. Das wollten wir doch alle schon immer mal wissen. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen. Einfach hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.